Willkommen zurück bei Dark Souls 3. Ich will nicht. Ich will einfach nicht da lang gehen. Kann ich den mit dem Bogen kaputt machen? Ich habe 12 Pfeile. Und ich habe dem mit dem Katana schon keinen Schaden gemacht, ja? Ja. Okay, ich habe genau eine Chance. Und vor allem darf der Mann nicht hier. Nein, das war nicht gut. Verschwende Pfeile. Alter! Der hat die Wand tapeziert und mich gleich mit. Also wenn jemand eine schwarze Wand möchte, ne? Ihr wisst, wo ihr klingeln müsst. Hat ja nur 10 Pfeile oder so gekostet. Titanitscherbe und Glut. Auch den Drachen hat es gleich mittapeziert. Alles klar, schwarzer Drache. Und Bombe. Oh, guck mal einer an, hier hat einer überlebt, oder? Lebst du noch? Nee, du lebst nicht mehr. Oh. Spring nicht runter. Ich schwör's bei Gott, spring nicht runter. Bleib doch stehen, verdammte Axt. Das kann nicht wahr sein, der rennt weg. Der rennt weg. Ich fall runter. Ach, komm schon. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt wieder anfangen? Hm. Oh Gott. Wehe, der Dämon. Oh fuck, welcher war denn das? Vergesst das so schnell. Welcher war denn der verkackte Dämon? Ja, hallo Ritter? Moment, hier war aber noch einer. Da bist du nämlich. Das Katana ist schon nice. So. Ich weiß, es ist ein... Moment, euch beide können wir auch nicht alles mitnehmen. Ja, da war ja noch einer. Hier kam da auch noch einer hochgeklettert, oder? Ne, Moment, hier kam einer hoch, oder? Moment, da unten steht er doch. Komm hoch. Bei Fuß. So, und einer von den hinteren beiden. Kommst du jetzt mal? Alter. Zeit ist Geld, Geld ist kostbar und du gehst im Weg. Okay, wer von euch macht jetzt zuerst den Aufsteherweg? Das du. Lass mich. Oh, war das knapp, Alter. Ey, da unten ist ein Leuchtfeuer. Nee, nee, ist es nicht. Schade. Das wäre auch ein bisschen blöd, wenn das direkt um die Ecke von einem anderen Leuchtfeuer wäre. So. Auf ein neues. Ey, bleib stehen. Bleib stehen. Fuck.
wieder nicht. Lol, er ist doch gestorben. Hä? Wo ist denn... Hä? Und wieso bin ich eigentlich schon wieder schwarz tapeziert? Was ist denn hier los? Okay. Aber das heißt, wenn ich jetzt hier lang rennen will, kommt jedes Mal dieser Dämon wieder raus. Das finde ich gar nicht mal so zum Feiern, muss ich sagen. Ist doch irgendwas. Ich höre es doch. Oder hat der mich gesehen? Lol, warte mal kurz. Komm nochmal zurück. Ja. Typische Gamer-Logik, wenn sich etwas aus deinem Bildschirm herausbewegt. Strecke den Kopf nach rechts, um besser zu sehen. Der sah so ein bisschen aus wie der... Alter. Gleich noch einer von der Sorte. Ach, und die kommen auch noch. Der sah so ein bisschen aus wie der, ich fange mal an, der sah so ein bisschen aus wie der und dann fällt mir der Name nicht ein. Ach, komm schon. Der auf dem Greifen angeflogen kommt im zweiten Teil. Den man später auch nochmal trifft. Wenn man den, Flammenboss, den Schmelzerdämon. Wenn man den fertig gemacht hat, dann kommt er auch nochmal, wenn man da zurückrennt. Das ist, oh, hi. Danke fürs Vorbeischauen. Beehren Sie uns nicht wieder. Gehen Sie nicht über los und ziehen Sie keine 4000 Euro ein. Was, zwei? Ist nur der eine, oder? Du siehst mich doch jetzt nicht. Ne, tut er nicht. Ich höre noch einen zweiten, das gefällt mir nicht. Ich höre noch einen zweiten, ich weiß nur nicht, wo genau. Die erinnert mich so ein bisschen an die Kingsguard. Nur war die Kingsguard ein bisschen träge. Alter, nicht dein Ernst. Ah, dieses Schild. Es ist so nervig. Lothric Ritterhelm. Nice. Der könnte schick sein. Könnte uns auch absolut übergewichtig machen, aber... Ja, wir sind ein bisschen langsam. Wir sind echt ein bisschen langsam. Wobei, wir können mal vergleichen, wenn wir den wieder anziehen. Ja, so viel schneller ist das jetzt auch nicht, aber eine Sache, die ja an der Belastbarkeit wichtig ist, ist, dass man auch mehr Ausdauer bekommt, je weniger, beziehungsweise die regeneriert sich schneller, falls man nicht so ganz übergewichtig wird, von daher... Lassen wir das erstmal so. Hi. Breitschwert. Jawohl. Alles Müll.
Köder wird benötigt. Was? Köder wird benötigt. Eins, Hundi. Schluck auf. Zwei. Mehr sehe ich nicht. Drei. Vier. Wo ist nochmal fünf? Um ehrlich zu sein, ich hatte lange keinen Boss. Hier war Nummer 5. Okay, die Truhe scheint safe zu sein. Schild. Uhu. Ich hatte lange keinen Boss mehr, muss ich jetzt mal so, wenn ich so überlege. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich hier wieder hinkommen sollte, falls ich jemals sterben sollte, wa? Absolut keinen Plan, wo ich bin. Hundi. Der macht erstmal einen Satz nach oben. Böser Hundi. Dieser Hund. Dieser Hund verarscht mich gerade. Hand wird wieder. Heilung. Ich heile ja so wenig. Das ist ja unglaublich. Oh, haben wir schon wieder genug für heute? Okay. Ich aber noch nicht. Den kriege ich von hinten. Vamps, was? Das hat dem nicht mal. Das hat den nicht mal interessiert. Ja, dafür haut er mich erstmal zu frei. Frechheit. Hundi, lass das sein. Hundi, du bist böse. Du bist richtig böser, Wauwau. Ja, genau. Oh mein Gott. Ich bin gleich darauf gegangen. Spätestens, wenn der nochmal zuhaut. Ich... Matsche. Wie komme ich da zur Hölle hin? Wie? Erklär's mir. Spiel, sag mir, wo ich lang muss. Okay. Natürlich haut er mir dir. Das ist ja super gestartet. Muss man einfach mal sagen. Der haut mich auch nochmal zu drei. Alter, ich bin... Oh, wirklich? Wirklich jetzt? Da sind übrigens gerade 2000 Seelen draufgegangen. So, du, ne? Du da drüben. Fuck you. Mieses Stück Kot. Fuck, ich muss den wegmachen. Ansonsten komme ich nämlich hier nicht runter. So, Nummer 1 kommt hier hochgeklettert, ne? Den kann ich direkt ins Jenseits wieder schicken. Oh. Der mit seinem Schild, wa? Du! Mieses! Fucking! The Code. Am besten, momentan habe ich ja Zeit, heile ich mich am besten mal so. So, und wenn ich jetzt Vollgas gebe, kriege ich den, der sich verwandelt, noch bevor er sich verwandelt.
kann ich die anderen nämlich vollkommen ignorieren. So, wenn ich hier runtergeklettert bin, war da der Bogenschütze. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Schnauze, mach Platz jetzt. So, hier rechts war noch einer. Das lief um einiges besser gerade. So, auf den Bogenschützen gebe ich mal ein gekonntes, ist mir scheißegal. Hallo Freunde. Freut ihr euch auch so, dass ich wieder hier bin wie ich? Wie kriege ich den Wauwau jetzt dazu, dass der als erstes mal zu mir hochkommt? Ist doch ganz einfach, indem wir... Na, jetzt nicht von alleine... alleine kommt, dann zeigen wir ihm nochmal, dass wir hier sind. Mag ich das. War hier noch ein zweiter Wauwau? Ich meine schon. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Hallo. Mein Freund. Wer von euch hat noch nicht? Was noch nicht? Könnte es jetzt auch gerne hier hochkommen. Danke. Das ist freundlich von dir. Das ist nicht so freundlich von dir. Ah, das ist schon freundlich. So, jetzt haben wir noch zwei Axt-Motherfuckers. Und irgendwas Dickes, was sich hier bewegt. Fällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Erstmal den hier. Das sieht wie ein Boss aus. Wobei, das würde keinen Sinn ergeben. Da könnten wir ihn ja... Ja, wobei. Theoretisch könnte man ihn ja schon von oben ab... schießen. Was du kannst, kann ich schon lange. Ach, da ist der andere Wauwau. Wusste ich's doch, dass er zwei waren. Gefängnisschlüssel. Ah, hier, da werden wir mit dem zu dem Händler kommen, wenn ich jetzt noch wüsste, wo... Ach doch, ich weiß, wo er war. Weiß, wo der war. Da können wir auf jeden Fall hingehen.
Was ist dann möglich? Okay, hier würden wir theoretisch zu dem Hunter springen können. Das sind aber... Will ich das? Alles klar. Er zerkloppt erstmal. Nee, will ich erstmal nicht. Ah, ich guck mal in der nächsten Folge, ob ich da runterspringe oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin. Macht's gut.